Uns Kommunisten wird vorgeworfen, dass wir Frauenunterdrückung als etwas Nebensächliches betrachten. Und dieser Vorwurf ist einfach komplett falsch. So, ich meine, 1848, oder eigentlich seit es Marx und Engels, seit sie zusammengearbeiten, stand eigentlich so die Befreiung der Frau im Zentrum von ihnen, von ihrer Arbeit. 1848 haben sie für das Ende der bürgerlichen Familie gekämpft und das gefordert. Und mit Eleanor Marx, Marxes Tochter, haben sie eigentlich für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit gekämpft. 1884 hat Engels sein Buch Ursprung der Familie und des Privateigentums veröffentlicht. Es war so die erste wissenschaftliche Erklärung, wie die Frauenunterdrückung entstanden ist. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass eigentlich zu dieser Zeit eigentlich so alle ehrenwerten Wissenschaftler damit beschäftigt waren, zu belegen, dass Frauenunterdrückung etwas Natürliches ist, oder? Und dass sie eigentlich schon immer bestanden hat. August Bebel, das war ein deutscher Sozialist, er hat eigentlich als erster so die doppelte Bürde der Frau im Kapitalismus untersucht, nämlich die Hausarbeit und die Lohnarbeit, und hat aufgezeigt, dass die einzige Lösung eigentlich das Ende der kapitalistischen Ausbeutung und der Sozialismus ist, oder? So. Von Tag 1 sind wir Kommunisten die konsequentesten Kämpfer für die Befreiung der Frau. Und die Krone von diesem gigantischen Erbe ist die russische Revolution und eigentlich der Kampf der Bolschewiki für die Befreiung der Arbeiterklasse, worin eigentlich der Kampf für die Befreiung der Frau so eine zentrale Rolle eingenommen hat. Die Machtübernahme der Arbeiterklasse, angeführt durch die Bolschewiki, die Marxisten in Russland, hat eigentlich eine unvergleichbare Verbesserung der Stellung der Frau ermöglicht. Also 1917 wurde das Frauenstimmrecht eingeführt, 1918 wurde gleicher Lohn für gleiche Arbeit eingeführt, 1918 wurde Homosexualität entkriminalisiert und 1920 wurde Abtreibung legalisiert, oder? So, die junge Arbeiterregierung war innerhalb von wenigen Monaten eigentlich so allen kapitalistischen Ländern von dieser Zeit voraus. Und ich würde sogar sagen, sie waren verdammt nochmal weiter als wir heute, weil wir haben nicht mal gleichen Lohn für gleiche Arbeit, oder? So, mit dem Frauenstreik wurde eigentlich in den letzten Jahren mega heftig darüber diskutiert, was getan werden muss, um Frauen und LGBTQ zu befreien und den Männern endlich gleichzustellen. Und wir sagen, die russische Revolution von 1917 und die ersten Jahre der jungen Sowjetunion haben uns bereits bewiesen, wie das Frauenbefreiung geht. Wir müssen einfach heute diese historischen Lektionen ziehen, daraus lernen und für das bolschewistische Programm der Frauenbefreiung kämpfen. So, die Errungenschaften der russischen Revolution sind umso beeindruckender, wenn wir verstehen, wie schlimm eigentlich so der Alltag der Frauen im Zarismus war. Nämlich waren Frauen im zaristischen Russland vor der Revolution eigentlich nicht mehr als einfach Sklaven, Besitz von ihren Männern. Besonders das Landleben war verdammt hart für Frauen. So, es war dort normal, dass sie regelmäßig verprügelt und vergewaltigt wurden. Es gab praktisch keine Bildung für Frauen in Russland. Mit 14 gingen Frauen im Schnitt eigentlich auf das Feld zur Arbeit oder in die Fabrik zur Arbeit. Und 1897 gab es so eine Umfrage und man hat herausgefunden, dass nur 13,1% der Frauen in Russland lesen und schreiben können. Oder so, Frauen in Russland hatten gar keine Rechte, sie wurden wie Vieh behandelt, mit dem man eigentlich einfach machen kann, was man will. Und diese niedrigere Stellung der Frau in der Gesellschaft hatte auch Auswirkungen auf ihre politische Rolle. Sie hatten praktisch keinen Zugang zu Politik. Und Frauen galten generell in der Gesellschaft als dumm und reaktionär. Also zum Beispiel Gewerkschaften wollten anfänglich eigentlich gar keine Frauen aufnehmen, oder? Und das heißt so, die Bolschewiki, sie mussten eigentlich gegen zwei Seiten kämpfen. Einerseits gegen den Sexismus innerhalb von der Arbeiterbewegung, auch innerhalb von ihrer eigenen Partei. Aber gleichzeitig mussten sie eigentlich auch gegen die Angriffe von den kleinbürgerlichen Feministinnen kämpfen. Nämlich damals wie heute haben die Feministinnen eigentlich die Bolschewiki angegriffen. Sie haben gesagt, die Marxisten würden sich nicht für die Frauenfrage interessieren, sondern nur für Klassen. Ja, eigentlich das Gleiche, wie wir heute hören.
Und ich meine, für die Feministin ist halt der Klassenkampf einfach nicht ausschlaggebend, sondern für sie ist der Kampf der Geschlechter eigentlich zentral, oder? Und sie fordern, oder die Feministinnen fordern, dass Frauen sich klassenübergreifend in ihren eigenen Organisationen organisieren. Und das hat aber in Russland dann bedeutet, dass die kleinbürgerliche Frauenbewegung eigentlich kaum Berührungspunkte mit der Arbeiterbewegung hatte. Und sie hatten sich eigentlich auch nicht wirklich so für Frauen aus der Arbeiterklasse interessiert. So, sie forderten hauptsächlich so mehr Bildung für Frauen, mehr demokratische Rechte. Aber viele Frauen konnten eigentlich nicht wirklich etwas damit anfangen, weil sie so verdammt arm waren und einfach nicht angezogen waren von diesem Programm. Und Lenin hat damals schon betont, dass eigentlich jedes demokratische Recht ohne die materielle Grundlage nicht ausführbar ist. Oder nehmen wir das Beispiel von einem Recht auf Scheidung. Ich meine, man kann das Recht haben, aber man kann es nur ausüben, wenn man es sich wirklich finanziell leisten kann, sich überhaupt von dem Mann zu trennen. Und das war zum Beispiel in Russland eigentlich für Frauen eine Unmöglichkeit, oder? So, die kleinbürgerlichen Frauen oder Feministinnen, die hatten höchstens Mitleid mit den Arbeiterinnen, die aufgrund von der wachsenden Industrialisierung Teil der Arbeiterklasse wurden und haben so höchstens ab und zu mal so ein nicer Spendenevent organisiert, um ein bisschen Geld zu sammeln für die armen Frauen in der Fabriken, oder? Aber anders als die Bolschewiki haben sie nicht verstanden, dass eigentlich genau dieser Prozess vom Einbezug in die Produktion eben eigentlich der Grundstein zur Befreiung der Frau legt. Oder so kommt die Frau, die vorher eigentlich eingesperrt war in den eigenen vier Wänden, dort so komplett vom Mann, also der Mann kann dort voll über sie walten, oder? Sie ist so aus dieser Isolation rausgerissen und so in die Gesellschaft geschleudert worden, wo sie das erste Mal wirklich so eine neue Stellung eigentlich erlangt hat, oder? Oder zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte, seit es den Kapitalismus gibt, wird die Frau in die Gesellschaft zurückgerissen und hat eine Möglichkeit, eine unabhängigere Stellung einzunehmen. Und sie wird so eigentlich Teil der Arbeiterklasse, einer gesellschaftlichen Kraft, wo fähig ist, die Gesellschaft zu verändern, oder? Und das ist einfach, ich meine, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, das ist krass, oder? Das ist eigentlich erstmals passiert das, seit es die Klassengesellschaft überhaupt gibt, kann die Frau wirklich eine zentrale Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Und dazu hat die Bolschewiki Natascha Samoilova 1914 in der Pravda, der Zeitung von den Bolschewiki, geschrieben: Als die Frauen in die Fabriken gingen und an denselben Maschinen wie die Männer arbeiteten, entdeckten sie eine neue Welt, neue Beziehungen zwischen den Menschen im industriellen Prozess. Sie sahen den Kampf der Arbeiter für die Verbesserung ihrer Bedingungen. Und jeden Tag wurden die Arbeiterinnen mehr und mehr davon überzeugt, dass die Arbeitsbedingungen sie mit den männlichen Arbeitern der Fabriken verbanden, dass sie alle ein gemeinsames Interesse haben, und die Arbeiterinnen begannen zu spüren, dass sie Teil einer industriellen Familie waren. Und dass ihre Interessen eigentlich mit der gesamten Interesse der Arbeiterklasse verbunden waren. Und eigentlich so dieser Prozess oder so der Stärkung und der Vereinigung der Arbeiterklasse ist essentiell, um schlussendlich jegliche Unterdrückung ein Ende zu bereiten. Die Bolschewiki, sie haben verstanden, dass eigentlich die zentrale Spaltung in der Gesellschaft die Klassen, also die der Klassen war. Um sich zu befreien, also müssen sich alle Arbeiter organisieren, egal welches Geschlecht, welche Nationalität sie haben, und sie müssen gegen ihre Ausbeuter kämpfen. Und sie haben betont, dass eigentlich, wenn der Klassenkampf auf dem Vormarsch ist, werden die Frauen der Kapitalisten sich auf die Seite der Männer schlagen und die Frauen der Arbeiterklasse verraten. Und die Arbeiterinnen können sich nur befreien, indem sie zusammen mit ihren Männern, mit den Männern ihrer eigenen Klasse, die Macht der Kapitalisten brechen, oder? Und so besonders in Russland war dieser Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse einfach eine mega wichtige Aufgabe, weil der Zarismus, der hat ein Riesengebiet irgendwie unterdrückt, oder? Mit den verschiedensten Nationalitäten und so weiter. Und da mussten sie wirklich so diese Nationalitäten, Ethnien, Religionen, Geschlechter voll gegeneinander aufbringen, damit sie das ganze Riesengebiet kontrollieren konnten, oder? Und ich habe so ein Buch gelesen, es heißt Der stille Don, und es ist ein Zeitzeuge von der russischen Gesellschaft 1914,
Und so, ich habe das Buch nicht fertig gelesen, weil es ist mega brutal. Es ist einfach eine verdammt abgefuckte Gesellschaft gewesen, oder? Und so, es geht wirklich so die ganze Zeit darum, wie Russen, Kosaken, Ukrainer, wie die sich gegenseitig umbringen und verprügeln. Eigentlich praktisch in jedem Kapitel wird eine Frau verprügelt oder vergewaltigt. So, ich glaube, es zeigt uns einfach auf, oder so, wie heftig das eigentlich diese Gesellschaft war. Und dass es halt irgendwie auch eine mega große Aufgabe war von den Bolschewiki, dass sie sich durch diese Spaltung in der Gesellschaft durchgraben mussten, oder? Aber damit das möglich war und sie nicht einfach direkt von Anfang an aufgegeben haben, hat es einfach vor allem politische Klarheit gebraucht. Weil wenn man einfach nur eine Momentaufnahme von der russischen Gesellschaft 1914 anschaut, dann wäre es einfach unvorstellbar gewesen, dass Kosaken und Ukrainer sich zusammenschließen können, um gegen den Staat zu kämpfen, oder dass irgendwie diese Männer, die so brutal zu ihren Frauen waren, irgendwann fähig wären, dass sie für die Frauen kämpfen würden, oder dass die Frauen in Russland überhaupt innerhalb von wenigen Monaten eine neue Stellung erlangen konnten, oder? Aber die Bolschewiki, sie waren Marxisten, und genau dafür brauchen wir unsere Theorie, dass wir eigentlich so den Schein oder die Oberfläche nicht mit der Realität, mit dem wahren Potenzial oder dem wahren Prozess in der Gesellschaft verwechseln, dass wir verstehen, hey, wir leben in einer Klassengesellschaft, kein Arbeiter, kein armer Bauer kann sich davon entziehen, und früher oder später werden die Leute merken, dass der Feind nicht der Ausländer ist, sondern es ist der Kapitalist, der Staat, den Kapitalist schützt, oder? Und mit dem Verlauf von den Ereignissen in Russland 1917 oder in dieser Zeit hat sich das Klassenbewusstsein entwickelt, und das war eben halt so das Krasse von den Bolschewiki, oder, dass sie es einfach so total gecheckt haben, dass es ihre Aufgabe ist, das Klassenbewusstsein, das sich generell formiert, dass sie das vorantreiben und beschleunigen müssen, den Leuten helfen, revolutionäre Schlussfolgerungen zu ziehen. Weil sie Dialektiker waren, also die Dinge als Prozess verstanden haben, haben sie eigentlich nicht so wegen dieser tristen Momentaufnahme aufgegeben, sondern sie hatten vollstes Vertrauen in die Arbeiterklasse, dass diese die richtigen Schlussfolgerungen zieht, oder, und sich zusammenschließt und organisiert. So, die russische Revolution von 1917 hat das bewiesen. Wir werden das heute auch erleben. Wir werden krasse Veränderungen sehen, auch bei unseren Arbeitskollegen. Oder, und sogar bei denen, wo wir jetzt im Moment anschauen und einfach so denken, so, Alter, bei der ist es hoffnungslos, oder so. Sogar diese Leute werden in den nächsten Jahren mit dieser neuen Situation, die auch die Schweizer Arbeiterklasse heute hat, werden sie einfach sich verändern, auch wenn wir das nicht, uns jetzt nicht vorstellen können. Darum, wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen Vertrauen haben. Auch in irgendwie Doris vom Oberbaselbiet. Nein, aber das kommt gut, oder? Aber damit wir da wirklich eine gute Rolle einnehmen können und nicht einfach aufgeben, ist es heute eben so verdammt wichtig, dass wir von den Bolschewiki lernen, wie sie diesen Bewusstseinsprozess vorangetrieben haben. Und wir müssen vor allem auch so verdammt geduldig werden, wie es die Bolschewiki waren, weil je länger ich jetzt hier das mache, merke ich einfach so, wir brauchen Geduld, oder so, diese Arbeit, so, wir dürfen nicht ungeduldig sein. Das ist sehr schwierig für mich, weil ich bin mega ungeduldig. Ja, aber das, ich glaube, es muss einfach krank gewesen sein, wie die Bolschewiki das geschafft haben. Aber ja, okay. Also so, die Entwicklung der Industrie in Russland hat eigentlich bedeutet, dass es eine große Zunahme von Frauen in den Fabriken gab. Das heißt so, um die Arbeiterbewegung als Ganzes zu stärken, mussten diese Frauen organisiert werden, oder? Und die Bolschewiki, die haben das voll verstanden. Sie haben gecheckt, dass sie einen extra Aufwand machen mussten, um diese Frauen, diese Arbeiterinnen zu gewinnen. Weil eben aufgrund von ihrer Unterdrückung hatten sie weniger Zugang zu Bildung, sie waren eher eingesperrt in den eigenen vier Wänden. Der Einfluss der Kirche war bei Frauen irgendwie immer so viel, sehr stark, oder? Sie waren einfach im Schnitt konservativer. Das heißt aber, man musste einfach extra hart um diese Frauen kämpfen. Wie ich schon gesagt habe, oder viele Gewerkschaften wollten deshalb Frauen eigentlich überhaupt nicht aufnehmen, weil diese eben so einen schlechten Einfluss auf die Arbeitsbewegung hatten. Das war nicht nur in Russland so, sondern das sieht man eigentlich in vielen Ländern, wo die Gewerkschaften sehr jung waren, oder? Und wir Marxisten, wir haben diese Position immer und überall bekämpft.
Weil es ist einfach Fakt, oder? Mit der Entwicklung vom Kapitalismus werden die Frauen zunehmend Teil von der Arbeiterklasse. Und darum, das kann man nicht ändern, man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Und darum muss man einfach um die Frauen kämpfen, um ihr Klassenbewusstsein kämpfen, oder? Und eigentlich diesen extra Aufwand leisten, um sie zu überzeugen. Und das heißt eigentlich Bolschewismus, nicht einfach so eine Hürde sehen und sagen, okay, shit, da ist eine Hürde, da drehe ich mich um und gehe nach Hause, sondern wir müssen eigentlich diese Hürde im Sturm nehmen und sie zerschlagen. Okay, das heißt, ab 1913 haben die Bolschewiki angefangen, gezielt Arbeit unter den Arbeiterinnen zu machen. Sie haben einfach so, also sie haben eine große Demo um den 8. März, den Internationalen Tag der arbeitenden Frauen, geplant, dass man das halt auch in Russland veranstaltet, oder? Und so der 8. März war eigentlich generell für die Sozialisten ein Mittel von eigentlich zum Frauen, um für das Frauenstimmrecht zu kämpfen, aber vor allem auch um Frauen zu organisieren in den sozialistischen Organisationen, oder? So. Und dafür hat eigentlich die damalige Zeitung, die Pravda von den Bolschewiki, eigentlich ab dann in jeder Ausgabe eine Seite dem Leben und der Arbeit der Arbeiterinnen gewidmet. In dieser Seite ist es eigentlich vor allem so um die Ausbeutung von weiblicher Arbeit gegangen, frauenspezifische Probleme. Sie haben für Veranstaltungen geworben, wo sie Frauen spezifisch eingeladen haben. Und das war krass, oder? Weil sie haben angefangen mit dem und dann ziemlich schnell hat die Redaktion von der Pravda eigentlich eine krasse Antwort bekommen, wo viele, also Arbeiterinnen, ihnen geschrieben haben. Sie sind wirklich so von Briefen überhäuft worden. Und auch viele Frauen, die nicht lesen oder schreiben konnten, sind eigentlich direkt bei der Redaktion aufgetaucht und haben ihnen von ihrem Alltag, von ihren Problemen erzählt und so um Ratschläge und Hilfe eigentlich bei der Redaktion gebeten, oder? Und da gab es so eine Bolschewikin, eben ich habe vorhin ein Zitat von ihr vorgelesen, sie heißt so Concordia Samoilova und sie hat einfach so eine zentrale Rolle, weil sie hat einfach so Stunden damit verbracht, irgendwie tagtäglich einfach den Arbeiterinnen zuzuhören, was ihr Alltag ist, wie ihr Leben ist, mit ihnen zu diskutieren und ihr Vertrauen zu gewinnen, ihnen zu helfen, ihre Worte auf Papier zu bringen und sie so eigentlich so an die revolutionäre Organisation zu schweißen, in dem Sinn aufzuzeigen, wir sind deine Kampforganisation, oder? Dann haben sie gemerkt, okay, wir haben voll Fett, wir müssen noch mehr geben, oder? Wir haben voll Erfolg mit dem, das bringt. Dann haben sie eine zweite Kolumne aufgemacht, nur für den Internationalen Frauentag, wo sie eigentlich so die Arbeiterinnen aufgerufen haben, sich der mächtigen Strömung der internationalen Arbeiterbewegung anzuschließen, und haben so systematische Agitation durchgeführt. Oder sie haben erklärt, was ist der 8. März und wie könnt ihr diesen 8. März nehmen und es zu eurem Tag machen und dort für eure Rechte kämpfen, oder? So. Und dann kam es zum 1. 8. März in Russland und der war ein gigantischer Erfolg. Das hat es vorher nicht gegeben, oder? Es war wirklich dank der Arbeit von den Bolschewiki. Und dort sind einfach tausende Arbeiterinnen gekommen und haben an den Veranstaltungen teilgenommen. Und das war einfach ein verdammt wichtiger Meilenstein von der russischen Arbeiterbewegung. Und dann haben sie so gedacht, okay, voll geil, aber wir sind noch nicht zufrieden, wir müssen mehr machen. Und um die Arbeit unter Frauen eigentlich so auf ein Next Level zu bringen, haben sie die Rabotnitsa rausgebracht, weil ich vor allem die führenden Frauen der Bolschewiki, also diese Samoilova, Krupskaya, Inessa Amand, Kollontai oder all diese Frauen und noch mehr, haben die rausgegeben. Und die haben sich wirklich einfach so, die ganze Zeitung haben sich um Arbeitskämpfe gedreht, wo besonders auch die spezielle Rolle von Frauen hervorgehoben wurde. Fragen der Hygiene, was damals in Russland auch mega wichtig irgendwie war, so wurde aufgeklärt, oder? Berichte über Kämpfe von Arbeiterinnen auf der ganzen Welt, und zu Aufklärungen über Schutz von Frauen am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und die Rabotnitsa, die ist eine Zeitung gewesen für die Arbeiterinnen, die eigentlich ihr politisches Verständnis über ihre eigene Rolle in der Gesellschaft oder und über die Arbeiterbewegung und den Sozialismus generell heben sollte. Aber es ging niemals darum, irgendwie die Frauen von der
von der ganzen Arbeiterbewegung zu spalten und sie in eigenen Organisationen irgendwie zu organisieren, sondern es ging immer darum, eine größere Einheit zwischen den männlichen und den weiblichen Arbeitern zu bekommen, um eigentlich so die Kraft der Arbeiterklasse oder Arbeiterbewegung als Ganzes zu heben oder stärken, oder? Okay. Und hier, oder so einfach, das möchte ich nochmal klarstellen, so unter den Bedingungen von Russland, war das nicht eine einfache Arbeit. Es hat viel Geduld gebraucht, es war schwierig. Und es brauchte vor allem ein Verständnis, dass es verdammt wichtige Arbeit ist, oder? Weil die Befreiung der Frau ist nur möglich, wenn sie als Teil der Arbeiterklasse organisiert wird. Und umgekehrt mussten aber die Frauen, die eigentlich neu Teil der Arbeiterklasse wurden, ein höheres Verständnis bekommen über ihre eigene Kraft, über ihre revolutionäre Rolle, die sie in der Gesellschaft hatten. Und nur indem man eigentlich um die Frauen kämpfte oder und sie aufklärte und vom revolutionären Kampf überzeugte, konnte man eigentlich verhindern, dass der Zarismus sie als reaktionäre Rambock gegen die Arbeiterbewegung als Ganzes gebrauchen konnte. So, ich würde sagen, die Organisierung von Frauen für den Sozialismus war eine der zentralsten Aufgaben der Bolschewiki. Und nur weil sie diese Wichtigkeit dieser Frage verstanden, würde ich sagen, konnten sie im Oktober 1917 schlussendlich die Macht übernehmen. Genau, und diese erfolgreichen Anstrengungen von den Bolschewiki, Frauen unter dem Banner für den Sozialismus zu organisieren, wurde aber dann vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 eigentlich, so wie gab es so einen Cut, oder, wurde unterbrochen. 1914 ist dann der Krieg ausgebrochen und dieser Krieg war eine Katastrophe, logischerweise für die Männer, die an die Front mussten, oder? Aber es war auch eine Katastrophe für die Frauen, weil stellt euch vor, die Bäuerinnen, die zurückgeblieben sind, die mussten so ohne Männer und ohne Pferde, mussten sie zum Beispiel ihr Land pflügen, oder? Also es waren einfach Frauen und Alte und Kinder. Und in den Städten mussten die Arbeiterinnen die Männer in den Fabriken ersetzen. Das heißt, zwei Drittel in der Textil- und Waffenindustrie waren Frauen eigentlich, die gearbeitet haben. Oder? Und hier sieht man wieder so die Frage von Arbeiterinnen, von Frauen, kann für uns Marxisten einfach keine Nebensache sein. So diese, die müssen organisiert werden. Dann zusätzlich gab es noch eine fette Hungersnot. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das war so, okay, du bist 14 Stunden bist du in der Fabrik, oder? Und dann so, fuck, okay, du musst noch einkaufen gehen. Ich meine, das ist heute für uns schon mühsam genug, so nach 8 Stunden. Kein Bock auf das, aber damals waren es wirklich so 14 Stunden Arbeit und dann musstest du stundenlang Schlange stehen für Brot. Und diese Schlange war so lang, dass schlussendlich, wenn du dann das Brot vorne warst, hat es gar kein Brot mehr gegeben. Oder, ich meine, so abgefuckt war irgendwie die Situation in den Städten für die Leute, die irgendwie da waren. Und das hat logischerweise eine sehr tiefe Radikalisierung ergeben, besonders bei den Frauen, oder? Weil sie mussten dieses ganze Leid eigentlich ertragen und mussten zuschauen, wie ihre Kinder verhungerten. Die Feministinnen, sie haben, wie ich gesagt habe, oder so versucht, die Klassenfrage zu ignorieren. Aber mit dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg wurden sie eigentlich wieder davon eingeholt. Weil als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, haben sie eigentlich wie ihre Männer den Krieg unterstützt. Sie haben gesagt, es ist gut, dass Russland da kämpft, oder? Und sie hatten so einen Vorwand. Sie haben gesagt, ja, wenn die Männer an der Front am Kämpfen sind, ist das gut für die Frauen, weil dann haben die Frauen mehr Business Opportunities. Genau, und ich meine, sie haben einfach so ignoriert, dass für die große Mehrheit von den werktätigen Frauen, so der Abzug der Männer, Hungersnot und so weiter, das war einfach eine gigantische Katastrophe, oder? Der Schrei nach Brot von den Arbeiterinnen haben sie verurteilt. Sie haben gesagt, das ist materialistisch und egoistisch und die Arbeiterinnen sollen sich gefälligst zusammenreißen und irgendwie für den Krieg Russlands sein, oder? Und eigentlich, sie sollen ihre Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse der herrschenden Klasse stellen. Und ich denke, so, das ist mir einfach mega wichtig, so diese Episode der russischen Revolution, die sollte uns eine fette Lehre sein.
Oder weil damals, wie heute, machen die Feministinnen ein Riesengeschrei. Oder sie sagen, wir sind Frauenunterdrücker, wir interessieren uns nicht für die Frauenfrage, bla 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 bla. Aber schlussendlich, wenn man sieht, oder genau diese Leute, die diese Vorwürfe gemacht haben, haben im entscheidenden Moment irgendwie die Forderung von der großen Mehrheit der Frauen aufgegeben. Sie haben die herrschende Klasse in Russland, sie haben den Status quo verteidigt, eine Gesellschaft, die verdammt nochmal brutal irgendwie vor allem für die Frauen aus der Arbeiterklasse und den armen Bauern war, oder? Das haben sie verteidigt gegen die Interessen. Und darum, so, wir dürfen uns einfach nicht irgendwie schnell drausbringen lassen, einfach wenn uns ein paar Leute, die keine Ahnung haben, für was wir kämpfen, für was wir stehen, was unsere Tradition ist, da dürfen wir uns einfach nicht rausbringen lassen, oder? Weil die Geschichte zeigt einfach, verdammt nochmal, wir haben recht. Okay, genau. Während die Feministen so angepisst waren wegen dem Krieg und so, weil die Arbeiter keinen Krieg wollten, haben die Bolschewiki wieder versucht, die Arbeiterinnen stärker zu organisieren. Oder? Genau. Also, dann 1917, wir sind jetzt bei 1917, wir machen so einen Sprung. Februar 1917, das ist das Datum von der russischen Revolution. Nach dem russischen Kalender ist es aber gleichzeitig auch der 8. März. Sie haben zwar einen anderen Kalender, ich weiß auch nicht mehr darüber. Und das hat eigentlich geheißen, es war 8. März, die Arbeiterinnen waren mega angepisst. Und so, es gab so ein Werk, das hat so M-Eiwas-Werk geheißen, und dort haben die Arbeiterinnen versucht, eine Demo zu organisieren. Und weil es war der 8. März und sie waren verdammt angepisst, oder? Und dann ist aber die Polizei gekommen und wollte das reprimieren. Sie wollten die Demo unterdrücken. Und dann gab es einfach eine gigantische Explosion, wo schlussendlich an diesem Tag 90.000 Menschen auf der Straße standen. Weil die Arbeiterinnen, sie haben sich organisiert und sie haben sich angefangen zu wehren. Und dann sind so die Frauen zu den Fabriken, wo die Männer gearbeitet haben, so Schwerindustrie, haben Schneebälle an das Fenster geworfen und haben gesagt, so, ihr kommt jetzt sofort raus und ihr kämpft mit uns. Und dann haben eigentlich so die Frauen die Männer aus den Fabriken geholt und gesagt, es ist 8. März, wir müssen kämpfen gegen den Krieg, für Brot und so weiter. Und das war wirklich krank, oder? Das war der erste Tag der russischen Revolution. Und es gibt so Fotos, wo man Frauen sieht, sie haben so riesige Banner und auf diesen Bannern steht einfach so, Arbeiter und Soldaten, kämpft für unsere Anliegen. Oder? Und ich finde das so ein geniales Bild, weil es zeigt einfach, dass die Arbeiterklasse intuitiv, wenn es darum geht, dass sie kämpfen müssen, dann streben sie nach Einheit. Dann sagen sie nicht, ja nein, du bist ein Mann, du darfst nicht mit mir kämpfen, weil du unterdrückst mich, sondern sie sagen, du bist ein Mann und du kommst jetzt in die Demo und du kommst jetzt an den Streik und du kämpfst für mich und für dich selber, für deine Kinder und wir stürzen diese Scheißregierung, oder? Und genau das 5 Tage später haben sie gemacht. 5 Tage später ist der Zar gestürzt. Und wir sehen einfach hier, wie so die Frauen eigentlich so das gigantische Ereignis der Geschichte, das den ganzen verdammten Lauf der Geschichte fundamental verändert haben, das haben die Frauen am 8. März irgendwie angestoßen, oder? Und ich meine, es ist einfach crazy inspirierend. Genau, so nach dem Sturz vom Zaren hat es so eine kapitalistische Übergangsregierung gegeben. Und so, sie konnten den Forderungen der Massen nach Brot, Land und Frieden konnten sie nicht nachgeben. Also sie konnten das nicht erfüllen, oder? Und das heißt, nur 9 Monate später hat eigentlich die gesamte Arbeiterklasse mit den Bolschewiki an der Spitze auch diese bürgerliche Regierung gestürzt und hat die Macht selber in Russland übernommen. Das war die große Oktoberrevolution von 1917. Sie haben mit dem Kapitalismus gebrochen, sie haben die Kapitalisten enteignet, und sie haben angefangen, einen Arbeiterstaat aufzubauen. Und von Tag 1, und das sehen wir einfach so krass dort und auch in diesem Buch da, sehen wir, wie die junge Regierung von den Ausgebeuteten angefangen hat, jegliche Formen der Unterdrückung auszumerzen. Und für die Frauen hat das einfach bedeutet, dass in einer krassen Geschwindigkeit die Stellung der Frau sich fundamental verändert hat. Und das war so eine totale Transformierung. Das Erste, was sie gemacht haben, war, die Frauen vor dem Gesetz gleichzustellen. So alle Gesetze, die Frauen und Homosexuelle in der Gesellschaft eine untergeordnete Stellung gaben, wurden aufgehoben oder abgeschafft. Das Frauenstimmrecht wurde eingeführt, Abtreibung legalisiert,
1917, oder? Ich meine, in der Schweiz Abtreibung, nein, zuerst Frauenstimmrecht. 1971 bis 90er Jahre wurde irgendwie uns das Stimmrecht gegeben. Abtreibung 2002. Und wenn ich es nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist auch so eine bedingte Abtreibung von, du musst zuerst einen Psychologen und du musst XYZ. Einfach verdammt, oder? Und die haben einfach 1917 gefunden, okay, fertig mit dem Scheiß, wir legalisieren das. Okay. Dann haben sie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das haben wir heute auch nicht, voller Zugang zu Bildung für Frauen, bezahlter Mutterschaftsurlaub, Kinderzulagen, Recht auf Scheidung und so weiter eingeführt. Die russische Revolution 1917 hat eigentlich die komplette Gleichstellung der Frau vor dem Gesetz ermöglicht und die junge Sowjetunion war eigentlich allen anderen kapitalistischen Ländern meilenweit voraus. Und jetzt kommt das Krasse, oder so, Lenin hat betont, die Gleichstellung der Frau vor dem Gesetz ist verhältnismäßig leicht und einfach. Sei dies einmal erreicht, würde die Arbeit erst richtig anfangen. Und ich meine so, Leute, wie krank ist das, oder? Ich meine so, heute haben wir x Millionen Frauenstreik, so dass wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit haben, kämpfen irgendwie seit keine Ahnung wie lange dafür. Und Lenin findet das so, ja, es ist mega einfach. Aber die Arbeit fängt erst richtig an, oder? Das heißt, sie sind nicht einmal dabei stehen geblieben. Okay. Ja, ich muss ein bisschen Gas geben. Aber ich meine, das sind einfach verdammte Heuchler, unsere Politiker heute, oder so. Sie versprechen uns alles und geben uns nichts und dann sagen sie, die russische Revolution war schlecht, das ist ein Witz. Okay, aber was für uns Marxisten heißt das, oder? So, die Unterdrückung der Frau ist nicht einfach nur eine gesetzliche Frage, sondern es ist eine Frage von den materiellen Verhältnissen, oder? Sie ist, also die Frauenunterdrückung ist historisch erwachsen. Sie ist aufgekommen mit dem Privateigentum und der Klassengesellschaft, wo die Frau zum Eigentum vom Mann wird. Sie wird an das Haus gebunden oder sie ist so da in den eigenen vier Wänden eingesperrt. Und dort gibt es so das mega krasse Beispiel aus der Antike, wo so die Frauen von der herrschenden Klasse, die mussten irgendwie im hintersten Raum, waren die eingesperrt, die durften nie raus, sie durften nie einen Mann sehen, die waren einfach da zum Kinderkriegen und sind, glaube ich, so geistig einfach so komplett degeneriert. Aber ja. Genau. Das heißt, wir haben diese historisch überlieferte Rolle der Frau in der Familie und ihre Isolierung im Haushalt. Und das ist es schlussendlich, was Frauen eigentlich daran hindert, die gleiche Rolle in der Gesellschaft einzunehmen wie die Männer. Und ich meine, grundsätzlich müssen wir sagen, oder so, der Kapitalismus, der war ein Fortschritt. Er hat die Frau aus diesem Haushalt rausgerissen, er hat sie in die Gesellschaft geschleudert, oder ich gehe zur Arbeit wie ein Mann, ich habe dort meine Arbeitskollegen, ich habe meinen eigenen Lohn. Das macht mich ein bisschen freier als vorher, als wir noch Bauern waren, aber es entlastet schlussendlich die Frau nicht davon. Oder wir haben im Kapitalismus haben wir Lohnsklaverei plus Haussklaverei, eigentlich so die doppelte Unterdrückung. Das heißt, damit die Frau die gleiche Voraussetzungen wie der Mann hat, braucht es eigentlich eine Vergesellschaftung der Hausarbeit, oder? So, was heute viele Frauen alleine in ihrem Haushalt für ihre kleine Familie machen, sollte man kollektiv von der Gesellschaft, kollektiv von der Gesellschaft gemacht werden, oder? Das heißt, was braucht es dafür? Irgendwie ein Netz an Kinderkrippen, genug Kinderkrippen, die gratis sind. Es braucht Wäschereien, es braucht Kantinen mit gesundem Essen, Zugang zu Vitaminen und so, oder? Man braucht genug Schulen, Spitäler, Altersheime, all diese Fragen sind es, die Frauen brauchen irgendwie, um die gleiche Stellung wie die Männer einnehmen zu können. Aber um das umsetzen zu können, muss die Arbeiterklasse die Kapitalisten enteignen und eigentlich den ganzen Reichtum, der in der Gesellschaft existiert, unter ihre Kontrolle stellen, weil nur so kann man irgendwie diesen Reichtum demokratisch verwalten und eigentlich in den Dienst von den Menschen und auch den Frauen stellen in dem Sinn, oder? Nur wenn die Arbeiterklasse die Kontrolle über diesen Reichtum hat, kann sie systematisch anfangen, die Gesellschaft umzugestalten und eben dieses Netz an Kitas, Krankenhäuser und so weiter aufzubauen. Das heißt, um die Frau zu befreien, braucht es die Abschaffung von Privateigentum und eine Planwirtschaft. Und solange die Kapitalisten die Kontrolle über die Gesellschaft haben, wird niemals ein Programm für die Frau umgesetzt werden. Und ich meine, heute sehen wir das in der tiefsten Krise.
vom Kapitalismus. Wir sehen, wie die Errungenschaften von der Vergangenheit von der Arbeiterbewegung, wie die heute systematisch untergraben werden. Ein Beispiel: Gesundheit oder immer in der Schweiz haben wir mega gutes Gesundheitswesen, bla bla, aber ich arbeite im Spital und es wird gerade kaputt gemacht. So, ja, eben. Es gibt einfach keine, wir können nicht irgendwie diese Aufgabe den Kapitalisten überlassen, weil sie werden das früher oder später uns einfach wieder wegnehmen, wie wir jetzt gerade erleben. Schlussendlich brauchen wir das Ende der Klassengesellschaft an sich und das ist es, was wir Kommunisten, für das kämpfen wir. Viele Feministinnen sagen, ja, es braucht einfach eine Revolution und dann ist die Frauenunterdrückung eigentlich automatisch vorbei, aber das sagen wir nicht, das ist eine fette Lüge. Schauen wir, was haben die russischen Marxisten, was haben die Bolschewiki gemacht? Sie haben vor der Revolution am konsequentesten die Frauen unter dem sozialistischen Banner organisiert und dafür gekämpft, dass sie einen Platz in der Arbeiterbewegung haben. Sie haben die Frauen vor dem Gesetz komplett gleichgestellt und sie haben gesagt, die rechtliche Gleichstellung ist mega wichtig, aber es ist nicht eine wahre Gleichstellung. Wir müssen weitergehen. Wir müssen aktiv Bedingungen schaffen, wo die Frauen genau gleich wie die Männer eine Rolle in der Gesellschaft einnehmen können. Wir müssen sie von der Hausarbeit entlasten und diese vergesellschaften. Und auch da sind sie nicht stehen geblieben, sondern sie wussten, oder dass Frauen eine leitende Rolle in der sowjetischen Gesellschaft einnehmen mussten und haben angefangen, Frauen eigentlich systematisch zu fördern. Die junge Sowjetregierung hat ein unvergleichliches Programm für die Befreiung der Frau umgesetzt. So keine andere kapitalistische Regierung hat je etwas Vergleichbares geleistet. Die Bolschewiki sind Pioniere und sie weisen uns den Weg und zeigen auf, wie Frauenbefreiung wirklich geht, oder? Aber ich meine, all das, aber für all das ist eigentlich so der Sturz der Kapitalisten, dieser gierigen und brutalen Drecksbande, das ist einfach eine Voraussetzung dafür, dass wir die Gesellschaft im Interesse der Menschen umgestalten können. Genau, das ist einfach einer der wichtigsten Punkte und die Oktoberrevolution von 1917, die beweist das einfach. Genau, dann relativ bald nach der Machtübernahme ist es eigentlich zum Bürgerkrieg gekommen, wo eigentlich 14 imperialistische Staaten so die junge Sowjetunion angegriffen haben. Und da haben, was mega krass ist, haben sich 70.000 Frauen haben sich freiwillig gemeldet, so im Bürgerkrieg zu kämpfen, was irgendwie auch zeigt, so wie heftig groß der Rückhalt unter Frauen war. Aber ich meine, so für, was auch klar war, ist, dass so ein erfolgreicher Kampf gegen die Invasion nur möglich war, wenn die junge Sowjetregierung eigentlich breitere Schichten von der sozialistischen Revolution überzeugen konnten. Und genau Frauen mussten darin stärker ausgebildet werden und stärker in den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft gezogen werden. Und für das haben sie 1919 das Frauendepartement Chateau Naudel gegründet, das eigentlich vor allem verantwortlich war. Sie haben so weibliche Kader für staatliche Aufgaben ausgebildet. Sie haben generell irgendwie versucht, bessere Lebensbedingungen für Frauen hinzukriegen. Sie haben zum Beispiel systematisch versucht, den Analphabetismus zu bekämpfen, über die neuen Gesetze für Frauen von der Sowjetregierung aufgeklärt. Und was auch krass war, oder dieser Chateau Naudel hat so eine zentrale Rolle gespielt beim Durchsetzen von der Legalisierung von Abtreibung 1920. Und so die Sowjetunion war das erste Land in der Geschichte, wo Abtreibungen in staatlichen Spitälern durchgeführt wurden. So diese Tätigkeiten vom Chateau Naudel beweisen eigentlich, dass Kommunisten nicht einfach passiv auf die Befreiung der Frau warten, sondern irgendwie wir sagen, man muss diese aktiv erkämpfen, oder? Und Sozialismus heißt eigentlich, dass die Arbeiterklasse die Gesellschaft in die eigenen Hände nimmt und sie aufbaut. Und so diese Phase der Enteignung von den Kapitalisten und der Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft, das ist so einer der heißesten Phasen des Klassenkampfs, oder? Dabei braucht es einfach jeden. Und dann hat man einfach keinen Platz für Vorurteile. Man kann nicht einfach sagen, ja, es braucht jeden, aber du bist eine Frau, darum musst du zu Hause bleiben, sondern nein, Mann, alle müssen mit ihren Fähigkeiten Teil der Gesellschaft sein und aktiv die Gesellschaft
aufbauen oder so. Die Frauen mussten eigentlich so aus dem Schatten in die Sonne der Gesellschaft treten und leitende Aufgaben übernehmen und anfangen, die 1000 Probleme, die es damals gab, zu lösen, oder? So, das ist alles mega krass inspirierend und ich finde, es tut eigentlich voll den Horizont zu erweitern, für was wir kämpfen müssen. Aber was wir auch verstehen müssen, so in der russischen Revolution oder die Sowjetregierung hat viele industrielle Zentren verloren, so der Bürgerkrieg hat das Land komplett zerstört. Es gab eine unvergleichliche Armut in Russland und das hat es wirklich einfach so erschwert, dass das Programm für die Befreiung der Frau umgesetzt werden konnte. Und so, sie mussten dieses Programm der Vergesellschaftung, der Hausarbeit, das mussten sie in dem Moment einfach aufgeben. Und das hat aber auch dazu geführt, dass es eigentlich so zu einer Konterrevolution eigentlich in der Sowjetunion gekommen ist. Oder so. Was wir verstehen müssen, ist, so die Bolschewiki, die waren kein einheitlicher Block. Es gab tatsächlich eine konservative Strömung, gerade auch irgendwie in Sichtweise auf die Stellung der Frau und was die Frau tun sollte und was nicht. Und das war eigentlich so die Gruppe um Stalin herum, oder? Und aufgrund der Isolation von der Revolution und der großen Armut konnte sich diese Clique um Stalin durchsetzen. Und das hat eigentlich mega fest die Frauen getroffen. Und man hat wirklich so bewusst wieder gesagt, ja, die Vergesellschaftung der Hausarbeit, das kicken wir für immer. Oder so, sondern die Frau ist eigentlich eine heilige Mutter und sie hat die besten Pflichten in der Familie. Also man hat wirklich so dieses Bild von der heiligen Familie, der bürgerlichen Familie, voll angefangen zu zelebrieren. Aber trotz allem war die Stellung der Frau in der UdSSR besser als im Westen. Das ist vor allem dank der Planwirtschaft und nicht wegen den Stalinisten. So schauen wir, die Lebenserwartung der Frauen im Zarismus war 30, in der Sowjetunion in den 70er Jahren war es 70, das ist mehr als eine Verdoppelung. 1976 waren 12 Millionen Kinder in Kitas. In den 60er haben 49% der Frauen eine höhere Bildung abgeschlossen. 1984 hatten 5600 Frauen einen wissenschaftlichen Doktortitel. Trotz seiner bürokratischen Deformationen hat die Planwirtschaft in der Sowjetunion einen sozialen Rahmen gegeben, der die Doppelbelastung der Frauen verringert hat und es ihnen eigentlich ermöglicht hat, ihr Privat- und Berufsleben viel besser zu vereinbaren, als das irgendwie im kapitalistischen Westen möglich gewesen war. Und eigentlich so, ich meine, das finde ich einfach krass, oder? Weil so sogar die schlechte Version vom Sozialismus, oder ja halt von der Sowjetunion, ist besser für uns als der Kapitalismus. Und das sieht man dann auch, wenn man die Stellung der Frau anschaut, wo der Kapitalismus wieder restauriert wurde. So, die Wiedereinführung vom Kapitalismus war ein fetter Angriff auf die Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten für Frauen in Russland. Viele soziale Errungenschaften sind abgeschafft worden. Es gab eine mega krass hohe Arbeitslosigkeit. Oder 80-90% der Frauen haben in der UdSSR gearbeitet. Und nach der Restaurierung vom Kapitalismus 1995 waren es unter 50% der Frauen, die gearbeitet haben. Also enorm viele Frauen wurden wieder zurückgedrängt in diesen Herd der Familie, oder wo man einfach so schutzlos den patriarchalen Beziehungen ausgesetzt ist und sie wieder komplett abhängig waren für Männer. Und ich meine, was wir ja wissen, oder für viele Frauen ist das Zuhause kein sicherer Hafen. Viele Frauen erleben Gewalt in ihrer eigenen Familie. Und das ist war in Russland mega krass, oder? Weil nach dem Fall der Sowjetunion hat eigentlich häusliche Gewalt mega fest zugenommen, auch Feminizide, ich glaube 3-mal so viel wie im Westen, also wie in Europa. Und so zum Beispiel hat der russische Staat 2017 häusliche Gewalt entkriminalisiert. So, die Restauration vom Kapitalismus war eine Katastrophe für die Frauen, oder? Genau, und jetzt komme ich zum Schluss. So, die russische Revolution hat Unglaubliches für die Befreiung der Frau geleistet. Und so, ich konnte hier nur so einen Bruchteil der Größe von diesem Programm und diesem Kampf darstellen, die so viele irgendwie krasse Menschen geführt haben, oder? Und darum empfehle ich euch einfach so, setzt euch damit auseinander, lest diese Bücher, die Helena noch vorstellen wird.
Weil ich meine, die Geschichte der russischen Revolution entdecken heißt einfach so das reale Potenzial der Menschheit kennenlernen. So, ich würde sagen, die russische Revolution war so ein Augenschlag der Zukunft. Und ich denke, es ist klar, dass wir heute, 100 Jahre später, eigentlich 1000-mal bessere Voraussetzungen und 1000-mal viel mehr erreichen können, wie die Bolschewiki damals. So, die Erfahrungen von dieser Revolution und die Möglichkeiten, die sich die Frauen geschaffen haben, sind es eigentlich, was mir am meisten Vertrauen in unsere Ideen geben. So gerade, wenn wir von Feministinnen angegriffen werden, weil wir die falschen Satzzeichen benutzen oder weil wir problematische männliche Dominanz oder keine Ahnung was haben. Oder, und danke ich mir auch so, Alte, so, was läuft mit dir? Wir sind hier und wir sind beschäftigt und kämpfen irgendwie um die ganze Welt oder die ganze Menschheit und du willst einfach nur über abstrakte Wörter reden. Ich meine, Wörter, was bedeuten Wörter oder so? Ich weiß nicht, wir haben einfach keine Zeit für solche Leute. Ich meine, klar, wir laden diese Leute ein, oder? Wir sagen, kommt mit uns, entdeckt mit uns wirklich das tatsächliche Potenzial der Menschheit. Wir helfen euch, wir erweitern euren Horizont. Aber bitte, zieht uns nicht in euren unbedeutenden Abgrund von irgendwelchen Streitereien um scheiß Satzzeichen und irgendwelche Nebligkeiten ziehen, so lasst uns in Ruhe damit. Wir sind beschäftigt damit, aus der Geschichte zu lernen. Wir sind beschäftigt damit, eine revolutionäre Organisation aufzubauen. Diese revolutionäre Organisation, die es heute braucht, um dieses barbarische System zu beenden. Ich meine so, wir wollen wirklich das Paradies auf Erden für alle errichten, oder? Wir fordern nichts weniger als das. Und wenn ich das sage, oder, dann ist es nicht einfach so ein Traum von mir, sondern ich sage das, weil es real möglich ist, oder? So mit der Theorie von Marx und Engels haben wir eine wissenschaftliche Waffe, wo uns hilft zu verstehen, wie eigentlich diese Gesellschaft funktioniert. Wir können verstehen, dass die Menschheit in ihrem Urzustand in einer klassenlosen Gesellschaft lebte, dass mit der Entstehung von Ackerbau und Privateigentum, dass sich da die Klassengesellschaft entwickelt hat, aber dass wir heute mit dem Kapitalismus eigentlich an einem System angelangt sind, wo die große Mehrheit der Gesellschaft kein Eigentum mehr hat, das ist die Arbeiterklasse, und sie ist genau dadurch fähig, dieses System zu stürzen, und die Klassengesellschaft an sich aufzuheben, oder? Sodass wir endlich und erstmals in der Geschichte die Produktion im Interesse von den Menschen und der Natur stellen können, oder? Und genau so sorgen wir dafür, dass jegliche materielle Grundlage für alle Formen der Unterdrückung verschwinden. Aber all das ist nur möglich, wenn die Arbeiterklasse sich vereint und kämpft mit einem sozialistischen Programm. Für das brauchen wir uns, weil es macht niemand anders. Wir müssen die bolschewistische Kraft aufbauen. Wir müssen eine revolutionäre Führung aufbauen, wie damals die Bolschewiki, die sich diese Theorie aneignen. So, von Tag 1 sind wir Kommunisten die konsequentesten Kämpfer für die Befreiung der Frau. Historisch ist das bewiesen worden. Und jetzt liegt es einfach an uns, zu tun, was es dafür braucht und dafür zu kämpfen. Und ich lade euch alle ganz herzlich dazu ein, sich euch, uns, mir anzuschließen. Ja.